Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute machen wir den mysteriösen Bau. Kai musste sich gerade nochmal mit dem Legianer prügeln, damit wir endlich starten können. Ja, ich hatte nicht weit genug gespielt. Ich wollte. Deswegen musste ich gerade 20 Minuten warten. Entschuldigung, komm nicht wieder vor. Keine Sorge. Also die Folge könnte entweder kurz oder lang werden, weil wir wissen nicht, wie diese... habe ich auch so ein Gefühl. Ja, die wirst du nochmal gebrauchen können. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute machen wir den mysteriösen Bau. Kai musste sich gerade nochmal mit dem Legianer prügeln, damit wir endlich starten können. Ja, ich hatte nicht weit genug gespielt. Deswegen musste ich gerade 20 Minuten warten. Entschuldigung, komm nicht wieder vor. Keine Sorge. Also die Folge könnte entweder kurz oder lang werden, weil wir wissen nicht, wie diese Quest jetzt abläuft. Das ist die erste Erkundungsquest für uns beide. Okay, ich habe völlig umsonst vor der Quest nochmal kühlen Nebel gekauft. Wir haben einfach beide denselben Gedanken. Wir denken gleich. Sammelamulett. Du denkst, du wärst schneller als ich? Pass mal auf, wie schnell ich dich abhänge. Und das erste, was uns hier entgegenkommt, sind natürlich Nahapras, ne? Natürlich, muss doch immer. Okay, mal außen rum gelaufen, finde ich. Scheiße, du hast eine Abkürzung. Ich nicht, ich muss außen rum. Ich habe keinen zum Springen dabei. Ich muss aber auch noch ein Stück entgegenkommen für die Kiste. Da war's. Das ist ein Geravacher. Ich sehe dich nur in die Ecke rauschen. Ich bin halt reingesprintet. Ey, jetzt komme ich da nicht durch, weil der mich Affe im Weg sitzt. Noch eine Kiste. Ach, weg, jetzt habe ich die. War das dein Gamoff? Ja. Ich dachte gerade schon. Okay, nach oben geht's weiter. Scheiße! Käfer! Ich hänge dem Kackaffen fest. Ach, du wurdest auch angegriffen? Ja, ich wollte dem Affen mit dem Brüllen entgehen und habe voll reingerannt. So, den Kampf hier, weiß nicht, ob ich ihn drin gelassen habe. Er bekämpft gerade eine Karawache. Es gibt zwei Eier. Also es gibt zwei Nester. Ist interessant. Zumindest sehe ich bis jetzt zwei Nester. Ich weiß nicht, ob noch mehr da sind. Ich krieg den Anschein auf Ei. Ich nehme das Ei mit. Das sieht schön aus. So, ist die Quest jetzt direkt beendet, wenn ich mit dem Ei hier durchlaufe? Nee, man gibt es einfach ab und kann weiterrennen. Du kannst jetzt ein nehmen und weiter. Dämliche Affe beschäftigt mich noch. Und wir sollen einen Basarios erlegen. Ich habe irgendwie ein heftigeres Vieh erwartet. Schlimmeres. Ich sehe ein drittes Nest. Und ich bin noch nicht mal am Ende von dem Dungeon hier. Alter, warte auf mich, der dämliche Affe beschäftigt mich noch ein bisschen. Aber bei dem einen Nest schläft eine Rettein. Das hier sieht gut aus, das nehme ich mit. Alter. Ach, warum habe ich jetzt nicht das mit den Eiern dabei? Das Gebet. Ich kann die Animation nicht mal überspringen, selbst wenn ich da alleine bin. Jetzt müssen wir das Video angucken. Doch, du kannst bloß gedrückt halten. Nein, das funktioniert nicht. Du bist dazu verdammt, das anzugucken. Ich habe ein Jade-Barov-Ei. Ich habe mal ein gutes Ei. Von einem Barov. Oh, hi, Barjov!
Warum ist hier ein Bachyov? Ich habe noch nie gegen den Bachyov gekämpft. Ich habe auch noch keinen gemacht. Ja, versuch in 3 zu kommen. Ich bin hier hinten. Ja, wenn ich irgendwie hinkomme, hänge doch quasi am Eingang. Du hast ja schon 3 Nester geplündert und bevor ich überhaupt da war. Ich bin beim 3. Nest und bin gerade gegen den. Du kriegst von mir sowas von dem Farbball ab. Warte mal, funktioniert Farbball bei Koop eigentlich? Ich glaube ja, ne? Das sollte eigentlich. Warum blöde, wenn nicht? Ich habe keine Ahnung, wie ein Bariov kämpft. Ich bin nicht Pet-Nutzer. So viel kann ich dir sagen. Ja, bin. Hätte doch auch mehr verpassen. Und meinem Partner will nicht helfen. Der ist noch mit dem Karabacher beschäftigt. Nee, mittlerweile nicht mehr, aber jetzt will er bloß erstmal plündern. Plünder. Du siehst die Sticker, oder? Ja. Ich habe ein lila Leuchterei. Und dann ist es meistens enttäuschend irgendwie. Oh nee. Du kriegst immer von denen die lila Leuchtereier, von denen du die nicht haben willst. Jetzt habe ich ein Tobi-Ei und jetzt habe ich den Nagakuga entwickelt in dem Nest. Irgend so ein dämliches lila Leuchterei bekommen von Braunes Ei. Glaube ich, beim Braun war Bario, meine ich. Wenn er mit so Streifen war. So Sternen, so Pelzlinge, eher Huldrum würde ich eher tippen. Glaube ich, beim Huldrum Ei. Aber jetzt habe ich ein Tobi Ei. Du kannst ja halt jedes Ei kriegen. Ich muss mich erstmal mit dem Nagakuga anlegen. Und ein Schneesturm. Aua. Der hat eine Fliegephase. Ich hoffe mal, dass er jetzt auf Technik gegangen ist. Wenn nicht, bin ich jetzt vollends auf dem Deckel. Warte mal. Blitzbombe. Bariov abfacken. Beziehungsweise nerven. Das machst du fein. Lähmungsbeschichtung los! Auf den Flache, wenn der schon kaputt ist. Und ich habe ihm Lähmung zugefügt. Ja. Und er ist schon wieder am Boden. Richtig down, Nagakuga. Ohne große Probleme. Ich den ja auch. Ich schaff das alleine. Der will kein Bariov Ei. Falls er jetzt was anderes erzählt, dann lügt er. Ich will ein Bariov Ei. Das habe ich noch nicht. Ich habe noch keinen. Ich will wahrscheinlich nicht benutzen werden, aber ich will einen haben. Die Sammlung muss vervollständigt werden. So denke ich halt auch. Ich mach mal gerne ein Kuku-Video. Ich kann die Videos nicht überspringen. Kommt nicht hin. Oh, Nagakuga down. Ich nehme auch den Schweif. Ich komme so schnell wie möglich. Warte. Wann kommst du? Du schaffst das! Ich muss erstmal das Tobi-Ei abliefern. Auf den Zinnober. Und weiterleben. Das Schöne ist, der ist gelähmt. Erkundungsschein S.
komm ja, hetz mich nicht. Ich hetz doch nicht. Noch Kisten, muss nebenbei auch noch Kisten einsammeln. Bin noch einer von euch. Ja, währenddessen verprüge ich den hier. Jetzt ist er wütend. Ja. Sieht aus, als gäbe es kein Monster in dem Netz. Da ist so, ich bin eben den unteren. Ich wollte gerade sagen, du willst vielleicht erst mir beitreten, bevor du in dem anderen Nest auch ein Monster im Gesicht hast. Ich komme. Im anderen Nest liegt ja auch noch, liegt ja erstmal eine Radion rum. Können wir ja gleich mal wecken. Das Schöne ist, ich habe genau jetzt den Eishammer, ne? Ich habe einen Blitzhammer, ich habe einen Eishammer und ich habe einen Feuerhammer. Ah ne, warte mal, ich hab einen Eishammer, ich hab einen Schlafhammer und einen Feuerhammer, meine ich. Barrier sind die Herrscher der Eiswüste. Moment, wütend. Ich geh mal auf Nummer sicher schon mal. Du bist schon auf dem richtigen Monster. Ach, ich hab den falschen Hammer. Ich hab die falsche Waffe. Was hast du denn da? Konga-Bogen. Bei mir stand jetzt weder bloß noch, dass es nicht gewirkt hat, ne? Aber er sabbert. Das ist immer ein gutes Zeichen. Warum hast du zwei Hämmer dabei? Ich hab nur einen Hammer. Du hast doch gerade so ein Plüschding in der Hand. Das ist der Konga-Bogen. Nein, Sunny kann sich nicht bewegen, wie immer. Der Thunder auch nicht. Und jetzt fliegt er, das heißt, er geht auf Technik. Der fliegt nicht lange. Gut, jetzt zur Himmel. Ich werfe eine Blitzbombe. Ich werfe jetzt meine Klinge wieder aus. Eine verbüßter Klinge. Ach stimmt, du hast die Dinger gar nicht abgespeichert bekommen, weil du jetzt erst in den Kampf gekommen bist, ne? Ich kann die tatsächlich sehen, aber die Klinge ist effektiver als der Hammer. Oh! Warum ist er jetzt trotzdem zu Boden gegangen? Eigentlich, weil er keinen Stachel mehr hat. Und deshalb ausrutscht. Ich habe einen Farbball geworfen. Und wahrscheinlich funktionierte das nicht, weil wir in dem Nest sind. Richtig. Habe ich jetzt auch das Gefühl. Dabei war ja nicht mal der Nestinhaber. Und ich habe nur dieses dämliche Ei hier. Ich weiß nicht mal, wessen Ei das ist. Ich weiß nur, dass es ein gutes ist. Ich habe ein Legianer-Ei. Willst du mich verarschen? Ich glaube, das ist ein Nagakuga. Ja, jetzt habe ich ein Nagakuga. Ein gewohntes Flugweifern-Ei war das. Welcher Flugweifern war das denn? Ach komm, damit du auch vorankommst. Ein gefrorenes Flugweifern. Ich bleib mal hier stehen, falls das Vieh dich angreift, dann steige ich direkt mit in den Kampf ein. Gefrorenes Flugweifern-Ei, das könnte durchaus sein, dass du jetzt ein Barriot-Ei bekommen hast. Ich stehe hier bereit, falls es angreift. Wenn es kein Legianer ist. Adjan-Ei. Ich nicht. Schon wieder ein Legianer bekommen. Ich hüpfe über dich. Hat ja ein lila leuchten. Siehst du das in der Animation, wie ich über dich hüpf? Ja. Oh, bin direkt drin. Ich überspringe den Kampf umgedreht. Mal. Für die Zuschauer überspringe ich den Kampf jetzt mal. So Leute, die Retterin ist tot. Ich habe den Kampf mal für euch rausgelassen. Hat sich hier nicht gelohnt. Das Schöne ist, er ist halt bei uns beiden einmal aufgewacht. Der ist bei mir einmal aufgewacht und bei dir einmal aufgewacht.
Und ich sprinte jetzt einfach direkt weiter, ne? Ich denke, das Flugweib an einen. Würde ich wahrscheinlich entweder in einem. Kiste? Erholungsamulett. Einen roten Käse oder einen normalen Käse bekommen. So, hier ist auch noch eine Kiste. Ja, ich habe, glaube ich, auch zigtausend Mal den Käse da drin gehabt. Als ob mich so ein scheiß Bulle trifft. Toll, jetzt komme ich nicht mal in die Kiste ran, weil du da mitten drauf kämpfst. Ja! Ich blockiere ihn wenigstens. Ich überspringe den Kampf für euch. Auch. So. Alle Essenzen und Herz schon. Kennt man. Da waren übrigens Megatränke drin. Und der Drecki ist schon nach da unten gegangen. Ja, da ist nur der Herz-Joro gewesen, da unten ist sonst nichts mehr. Auch, die sind noch. Es fliegen noch so ein paar Insekten rum, so ein Affe. Gerawara, meinst du? Jawaka. Buggies. Da geht's in das Nest vom Basarios. Da will ich aber noch nicht hin. Da wartest du noch. Jetzt. Ne? Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Guck, ob hier noch irgendwas ist. Na, noch eine Kiste. Ich komme angesprintet. Zwei normale Erkundungsscheine. Zwei Erkundungsscheine. Wenn es wenigstens die EES wären, ne? Kurze Erklärung der Erkundungsscheine. Je höher das ist, also es gibt N, S und ES. Und ES ist das höchste. Desto bessere Eier kriegt man auf diesen Erkundungsmissionen. Ich habe N bekommen, das ist jetzt nicht so schön. Hab ich auch bekommen, aus der Kiste. Ich komme angesprintet. Ich laufe hier im Kreis, plündere noch ein bisschen. Ich brauche, brauche Geld. So. Okay. Oh, wie mit Gebrüll! Im Wasser. Das sage ich, jetzt nehme ich ihn auseinander. Auseinander. Das klingt voll unfair, ne? Das klingt schon so, als ob das Spiel davon ausgeht, dass wir ihn komplett aus dem Leben nehmen. Also es stimmt ja, aber dass das Spiel das selbst sagt. Irgendwie unfair gegenüber dem Basarios. Hätten die nicht ein stärkeres für ihr hinpacken können? Ich meine ja nur. Ist der ist so klein, das ist echt kein. Warum wird der immer so runtergeschrumpft? Crashen den jetzt einfach. Weg mit dem! Der Billo kann nichts. Haut ihn weg! Wie kannst du es wagen, mein Mono bloß auszunutzen? Eis ist wirkungslos. Also das Eis einbringen ist zweckfrei. Hallo, das ist ein Monobloss, das sind Sprinter. Du hast keine Chance. Keine Chance gegen ein menschlicher Felsbrocken. Wacht er sich eh erstmal. Kann ich eigentlich auch Daimon zerstreichen? Nö. Mal aus. Ich gehe mal auf den Flügel. Ich hab den Bogenfisch geändert. Hab den Bogenfisch. Ja, okay. Funktioniert Lähmung bei dir? Wenn ja, wirst du jetzt noch mehr auseinandergenommen. Nee, ist wirkungslos. Okay. Na, guck mal, mein Monoplas will auch die Flügel kaputt haben. Mein Gem ist auch. Oh, du willst Streit haben? Hm? Streit, wunderbar. Du willst dich mit mir prügeln? Dann komm her! Wir können auch besser prügeln. Also wir machen so viel Schaden, es kommt nicht mal dazu, dass wir alle Teile brechen.
Das war einfach nur unfair ihm gegenüber. Ganz ehrlich. Das war echt unfair. Einfach warum haben die Basarios eingesetzt? Die hätten so viel da hinsetzen können. Warum Basarios? Also wir könnten die Quest ja nochmal machen und gucken, ob es einfach Zufall ist, welches Vieh da steht. Hallo, jetzt steh doch auf. Und da sind die Eier. Ein Anjanaf. Ein Pukai. Pukai. Ein tolles. Und das ist ein Palomo-Ei. Ich glaube, ich habe endlich einen Legianer. Mann, der Skiller. Und nö, jetzt hat er den Xeros bekommen, glaube ich. Also wir gucken nach der Quest nochmal rein, ob das Vieh wirklich, also Zufall ist, was da jetzt kommt. War auf jeden Fall eine interessante Koop-Session mal wieder. Jo. Also ich finde es schon ein bisschen krank. Wir sind beide ungefähr Level 30. Und die setzen uns einfach im Basarios dahin. Und schon vielleicht hätten sie etwas stärker, was da hinsetzen können. Die hätten da alles hinsetzen können, nur nie das Vieh. Ja, Leute, das war's mit der Koop-Session. Wir sehen Kai dann wieder, sobald wir im nächsten Dorf angelangt sind. Der ist dann wieder dabei. Der wird jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Stories wieder dank mir spielen. Yep, jetzt kann ich weiterspielen. Merk dir, bis zum nächsten Dorf kannst du. Du musst das Vieh ruhig machen. Ja. Ja, ich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.